Passend zur Osterzeit stellen Vorarlberg Online und das Vorarlberger Tierschutzheim heute zwei Hasen vor, die unbedingt zu Ostern einen neuen, schönen Platz bekommen wollen. Marco, erzähl mal ein bisschen was zu den beiden. Ja, das sind unsere zwei Witterkaninchen, Schlappi und Schnuppi. Also sind beide seit kurzem bei uns, beide ungefähr ein Jahr alt und würden sich also liebend gern ein neues, wunderschönes Plätzchen wünschen. Warum sind die zwei zu euch gekommen? Die zwei sind zu uns gekommen, weil die vorigen Besitzer keine Lust mehr, keine Zeit mehr, das Interesse verloren haben. Also das sind meistens auch die Gründe dafür. Warum jetzt genau, können wir nicht sagen, aber ich glaube, die Tiere waren einfach irgendwann übrig. Wenn man sich entscheidet, zwei so Hasen zu nehmen, was muss man zu Hause haben, um möglichst gut für sie sorgen zu können? Also auf jeden Fall mal viel Platz. Viele Menschen denken, ein Kaninchen braucht nicht viel Auslauf, braucht auch keinen großen Käfig, aber da ist gerade das Gegenteil der Fall. Am besten wäre es, man hätte einen Garten, wo die Kaninchen auch den ganzen Tag vielleicht mal herumspringen könnten. Wer jetzt keinen Garten hat, sollte auf jeden Fall den Kaninchen den Auslauf in der Wohnung gewähren. Und natürlich möchten sie auch gern beschäftigt werden. Sind an und für sich keine wirklichen Streicheltiere oder Tiere für kleine Kinder, mögen es eigentlich nicht so gern, wenn man sie herumträgt. Ich würde das Kaninchen als Beobachtungstier bezeichnen. Schlappi und Schnuppi sind ja zu euch zusammen ins Tierschutzheim gekommen. Ihr wollt wahrscheinlich auch, dass sie zusammen wieder abgegeben werden, oder? Wir würden sie auf jeden Fall gern zu zweit vermitteln, weil sie auch zu zweit gekommen sind. Ein Kaninchen ist ein Gesellschaftstier, lebt normalerweise in Sippen und braucht auf jeden Fall einen Artgenossen. Die zwei sind ja Schlappohrkaninchen. Muss man da irgendwas Besonderes beachten? Sind die Ohren vielleicht besonders anfällig für irgendwelche Infektionen oder so? Eigentlich nicht, aber man sollte auf jeden Fall mit jedem Tier regelmäßig zum Tierarzt gehen.